Also ich bin kein Politiker und maße mir nicht an, irgendwelche konkreten Maßnahmen zu finden. Aber wichtig wäre bei diesem wie bei vielen anderen Themen, dass man stärker als in der öffentlichen Diskussion der Fall ist, wirklich auf die Daten guckt, auf die Fakten und ideologisch schaut, wie sind eigentlich wirklich die Strukturen in der Bevölkerung, wie viel Armut gibt es tatsächlich. Da sind sehr viele falsche Annahmen im Umlauf und das ist sehr wichtig. Bevor man irgendwelche Forderungen aufstellt, unvoreingenommen die Daten zu schreiben.